Ich zeige euch die einfachste Variante des Anschlusses, mit der man den AquaVolta Moses am Wasserhahn installiert. Alles, was ich wissen muss, lese ich im Handbuch im Kapitel Anschluss am Wasserhahn über das Umlenkventil. Werkzeug brauche ich nur einen 22er, einen 12er Maulschlüssel und das Steckverbinderwerkzeug. Mit dem 22er Maulschlüssel lockere ich den Perlator am Wasserhahn und schraube ihn mit den Fingern ab. Es gibt auch andere Wasserhähne mit kleineren oder größeren Perlatoren. Im Zweifelsfall messen oder ausprobieren und den passenden Maulschlüssel wählen. Die Dichtfläche sollte sauber sein. Ich suche mir den passenden Adapter aus, indem ich den Durchmesser und die Gewindesteigung vergleiche. Wenn die Dichtung vom Perlator noch gut ist, verwende ich diese wieder. Ansonsten nehme ich eine neue. Die Dichtung fummel ich so in den Adapter, dass sie von alleine hält. Jetzt schraube ich den Adapter handfest. Jetzt nehme ich eine Schere und schneide mir zwei Schläuche. Die Schnittstelle drücke ich mit den Fingern wieder rund. So, jetzt habe ich zwei Stücke, lieber zu lang lassen. Die kann ich später immer noch abschneiden. Jetzt schaue ich nochmal ins Handbuch. Wie kriege ich den Schlauch da dran? Ganz einfach. Die Überwurfmutter abschrauben. Und über den Schlauch schieben. Dann den Schlauch auf die Schlauchtülle stecken. Wenn es schwer geht, mache ich den Schlauch mit einem Feuerzeug oder mit heißem Wasser warm. Die Überwurfmutter wieder anschrauben. Und mit dem 12er Maulschlüssel festziehen. Anschließend prüfe ich, ob der Schlauch festsitzt. Jetzt schraube ich das Umschaltventil mit eingebauter Dichtung an den Adapter. Hier reicht auch handfest. Wenn es nicht dicht ist, nimm eine Zange zu Hilfe. Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Verchromung dabei beschädigt wird. So, mal sehen, wie es sich anfühlt. Handbuchcheck, nächster Punkt. Jetzt kommt der Ionisierer dran. Ich lege das Gerät mit dem Gesicht nach unten auf meine Arbeitsfläche und hier unten sehe ich die Wasseranschlüsse und das Stromkabel. Mit dem Steckverbinderwerkzeug oder einfach mit den Fingern entferne ich die Stopfen und hebe diese auf. Den Schlauch stecke ich in den richtigen Wasseranschluss. Es gibt auch ein extra Video zur Handhabung der Steckanschlüsse. Du findest den Link in der Videobeschreibung.
Jetzt kommt das Gerät an seinen Platz. Einmal umdrehen. Und schauen, dass nichts eingeklemmt ist. Hier befeuchte ich den Abwasserschlauch und drehe den Saugnapf auf den Abwasserschlauch drauf. Dann bringe ich ihn in Position und sauge ihn fest. Eine andere Möglichkeit der Abwasserführung zeige ich in einem anderen Video. Als nächstes nehme ich den Stopfen aus dem Anschlussstück und bewahre ihn mit den anderen Stopfen zusammen auf. Dann drehe ich den Zapfschlauch von Hand bis zum Ende ein. Jetzt kommt der Stecker in die Steckdose und auf der Geräterückseite am Schalter einschalten. Vorne im Display erscheint dann dieses Bild. So, jetzt schön hinstellen. Und den Zapfschlauch positionieren. Und im Anschluss zeige ich noch, wie man das Gerät richtig benutzt. Benutzung des Umschaltventils und Durchflusseinstellung am Ionisierer bei der Wasserhahninstallation. Den Drehregler des Ionisierers auf On stellen. Das Umschaltventil in Richtung Schlauch drehen. Das Kaltwasser ganz aufmachen. Den Durchfluss auf ca. 2 Liter pro Minute einstellen. Jetzt das Trinkwasser abzapfen, am Ende den Wasserhahn zumachen und den Ionisierer so lassen. Jetzt kann man das Umschaltventil in Richtung Waschbecken drehen und den Wasserhahn öffnen, um warmes oder kaltes Leitungswasser zu erhalten. Das nennt sich die drucklose Bedienung des Umschaltventils. Intenção de falar.